Hallo euch allen, das sind wir bei MenNFN19. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle und wir spielen zu Hause hier in Dallas als Dallas Cowboys gegen die Dallas Cowboys. Also wieder mal ein klassisches Psycho-Game, was wir hier haben, und wir werden von den Cowboys gleich mal beim Return in Grund und Boden genagelt. Erster Versuch und 10 für unsere Offense an der 21-Yard-Linie. So, und ich hoffe mal, dass wir unsere Interception-Seuche ablegen hier in dem Spiel. Denn das wird hier schon ein anderes Kaliber. Wir laufen mit Eddie George über die linke äußere Seite. Und da sind schöne Blocks. Schöner Spin-Move. Und das ist ein neues First Down für Eddie George, für die Cowboys an der 35-Yard-Linie. So, jetzt probieren wir auch mal einen Lauf durch die Mitte, um mal zu sehen, wie die Cowboys dort verteidigungstechnisch so aufgestellt sind. Über die Außen hat ja schon mal sehr gut funktioniert. Ah, über die Innenseite nicht wirklich. LT mit dem Tackle. Wir haben einen zweiten und 10. Ich versuche jetzt mal einen Pass. Quickslant über die Außen. Cooper und Johnson jeweils auf einer Slant Route unterwegs. Schauen wir mal, wie die Defense sich verhält. Die sich für eine Richtung entscheiden. Das tun sie wirklich. Und damit ist Amari Cooper frei. Macht einen schönen Spin-Move. Ist ein Footrace in die Endzone. Und der ist drin. Das ist der Touchdown für meine Dallas Cowboys. Im ersten Drive gleich ein Touchdown. Wir können es also doch noch und erreichen per Pass die Endzone. So, Kick ist unterwegs. Der ist gut. Wir haben eine 7:0. Direkt im ersten Drive in die Endzone gefunden. Ach, das tut meinem Offense-Coordinator Herz gut. Kick ist unterwegs. Geht bis weit in die Endzone, da werden wir wohl keinen Return sehen. So ist es. Kneel down. Heißt 1. und 10 an der 25-Yard-Linie für die Cowboys. Wollen wir mal schauen, wen die Cowboys hier als Quarterback, ja überraschenderweise Michael Vick, wer hätte im Solo-Battle damit gerechnet? War ja so ziemlich überall in der NFL, aber leider nicht in Dallas. Hätte mich sehr gefreut, wenn wir ihn da auch mal hätten sehen können. So, Tackling setze ich nicht auf aggressiv, weil wir müssen mal schauen, wie offense stark hier die Cowboys jetzt auftreten. Und wenn man zu aggressiv tackelt, dann verpasst man auch, misst auch ab und an mal Tackle. Und das ist natürlich das Mieseste, was passieren kann. Hier, ein schöner Tackle von Ryan Shazier gegen Walter Payton, glaube ich, war es. Wir haben einen 2. und 6 an der 29-Yard-Linie. Cowboys sind nicht die langsamsten, das hat man gerade schon gemerkt. Also da ist schon guter Speed dahinter. 2. und 6 an der 29. Versuch eines Play-Action-Spielzugs, der geht komplett in die Hose. Ryan Shazier lässt sich nicht täuschen, kommt durch und bringt Michael Vick zu Fall für einen gewaltigen Raumverlust. Die waren ja eben beim 2. und 6, ist es ein 3. und 14 an der eigenen 21-Yard-Linie. Kein guter Start für die Cowboys. Wieder Vick unter Druck. Das ist der nächste Sack, diesmal Sean Lee. Und wir hatten einen 2. und 6, jetzt haben wir einen 4. und 25. Sehr, sehr starkes Play von Sean Lee. Kick ist unterwegs, geht bis an die 35-Yard-Linie. Sanders nimmt den Ball auf, läuft über die linke Seite und kommt bis an die 33-Yard-Linie. Damit sind wir schon nach dem Punt-Return in einer Field-Goal-Range. Aber da wollen wir natürlich mehr. Wenn wir hier direkt recht früh einen guten Vorsprung aufs Board kriegen, ist das für den Rest des Spiels doch eine sehr angenehme Situation. Eddie George hatte eine Lücke, springt in die Endzone. Das ist der nächste Touchdown für die Cowboys. Auf einmal geht es wieder. Der gordische Knoten ist durchtrennt. Und meine Cowboys scoren hier bis jetzt bei jedem Drive mit der Offense wohlgemerkt. 14:0. Wir sind immer noch im ersten Quarter. So, Kick ist unterwegs. Der geht wieder bis weit in die Endzone. Da werden wir wohl wieder keinen Return sehen. So ist es. Wieder ein Kneel down. 1. und 10 jetzt an der 25-Yard-Linie. So, wir blitzen mit den Linebackern.
Erster und 10 an der 25. 43 Sekunden haben wir nur noch auf der Uhr. Das ist ein Fallstart in der O-Line. 5 Yards weiter nach hinten. Heißt, wir haben einen ersten und 15. Jetzt an der 20-Yard-Linie für die Cowboys. Das sieht nicht gut aus. Also da ist momentan aber wirklich gewaltig Sand im Getriebe. In der Offense, in der O-Line, in der Defense. Dann kommt Walter Payton. Schöner Lauf, das waren 7 Yards Raumgewinn. Zweiter Versuch und 8, damit an der 27-Yard-Linie. Wow, vollständiger Pass. Das ist eine Riesenlücke für Walter Payton. Da holt er richtig Yards raus. Schöner erster Pass von Michael Vick. Es geht doch. Vielleicht wachen jetzt auch die Cowboys auf und wir bekommen hier doch noch ein Footballspiel hin. So, jetzt laufen aber schon die letzten Sekunden hier im ersten Quarter runter. Sehen wir noch einen Snap? Tun wir nicht. Es geht rüber ins zweite Viertel. Aktuell liegen wir mit 2 Touchdowns vorne. Aber die Cowboys haben den Ball momentan an ihrer eigenen 44-Yard-Linie. Aber jetzt läuft zum ersten Mal ein brauchbarer Drive auch bei den Cowboys. Boah, da kommt der nächste Sack. Knallhart. Ja, Sean Lee baut gerade eine innige Beziehung zu Michael Vick auf, wie man merkt. 2. und 18. Das war schon wieder so ein Sack, der richtig wehgetan hat. 8 Yards Raumverlust dadurch. Da ist der schöne Pass. Schon wieder Geschichte, aber da sind Lücken in meiner Secondary. Das ist schon echt nicht mehr schön. 3. Versuch und 6. Ball ist an der 47-Yard-Linie. Vollständiger Pass und das ist ein First Down. Man soll nicht in den Rücken tackeln und den Angreifer nach einem gefangenen Ball nach vorne schubsen, drängen. Das, genau das ist hier passiert und damit hat Jerry Rice das First Down geholt. Der Ball ist an der 41-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Wir sind schon beim Two-Minute-Warning in der ersten Halbzeit. Vollständiger Pass. Das ist ein neues First Down. Ball ist an der 30-Yard-Linie. Vick ist 4 von 4. Da frage ich mich, warum haben die überhaupt versucht zu laufen? Wenn sie so einen guten Quarterback, der momentan sehr zielsicher ist, hier im Kader haben. Erster und 10 an der 30-Yard-Linie. Walter Payton, da ist nochmal wieder der Lauf. 1 Yard Raumgewinn. Wenn ich OC wäre, ich weiß, ich reiße jetzt meine Klappe weit auf, ich würde rein aufs Passspiel setzen hier bei der Nummer. Denn das funktioniert. Wieder ein vollständiger Pass. Vick ist 5 von 5. Man muss aber auch dabei sagen, wir haben schon wie viele Sacks gesehen? 3, 4 Stück. Und da liegt momentan, glaube ich, das große Problem. Wenn die O-Line in der Lage ist, Michael Vick Zeit zu geben, findet der auch Receiver. 3. und 5. Ball ist an der 25-Yard-Linie. Das ist der nächste Sack. Was habe ich eben gesagt? Ryan Shazier kommt durch. Wir haben einen 4. und 10 an der 30-Yard-Linie. Das heißt, die Cowboys müssen ein Field Goal probieren. Mehr ist da momentan nicht drin. Ich versuche mit Abusie zu blocken. Das gelingt nicht. Der Field Goal Attempt ist gut. Die Cowboys verkürzen auf 3 zu 14 aus ihrer Sicht. Wir haben noch 31 Sekunden auf der Uhr. Ich habe keine Auszeit genommen, eben bewusst nicht. Wir haben jetzt noch 3 Stück zur Verfügung. Sanders nimmt den Ball in der eigenen Endzone auf. Läuft. Eieieiei. Kriegt Mörder einen mit. Da hat es ordentlich geknallt. 1. und 10 an der 17-Yard-Linie für die Cowboys. Ich würde ja gern schon noch ein bisschen was riskieren. Schau mal, bin ich der Einzige in der Offense, der das will. Wir nehmen einen Slant-Spielzug. Also von der
Rechte Seite Amari Cooper, links Keyshawn Johnson. Wir schauen mal, wer von den beiden frei sein wird. Je nachdem, wie sich hier die Defense verhält. Ah, da gehen wir auf Keyshawn Johnson. Der hat das Ding. Schöner Spin-Move. Läuft die Seitenlinie entlang und wird ins Aus getackelt. Aber wir sind an der 41-Yard-Linie. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Wir haben keine Auszeit benötigt, weil ja Keyshawn Johnson hier ins Aus getackelt wurde. So, 4 Verticals. Cooper und Owens. Beide Wide Receiver außen werden an der Line of Scrimmage gedeckt. Das heißt, wir schauen mal, wie sich der Safety verhält. Wenn einer von den Safeties nach innen zieht, werfen wir auf den jeweiligen Receivers. Aber beide Safeties gehen nach außen. Wir versuchen auf Shannon Sharp zu gehen. Der kann den Ball nicht festhalten. Incomplete Pass, 2. und 10 an der 41-Yard-Linie. Wir müssen ja schon noch ein bisschen nach vorne kommen, weil das reicht für einen Field Goal-Versuch nicht. Bei aller Liebe nicht. Nehmen wir die Double Slants. Heißt Amari Cooper, Keyshawn Johnson links, Owens auf der rechten Seite, und auf den werde ich hauptsächlich achten, weil wenn zwei Receiver rüberziehen, ist meistenteils die Seite anschließend komplett frei. Leider nicht in dem Fall, wir probieren es trotzdem. Ja, es ist eine Completion an der 18-Yard-Linie und direkt ins Aus. Wieder bleibt die Uhr stehen. Wir haben einen 1. und 10 an der 18-Yard-Linie. Wir haben immer noch alle drei Auszeiten. Wir haben noch keinen gebraucht, aber jetzt haben wir nur noch 9 Sekunden auf der Uhr. Ich muss mich jetzt mit 9 Sekunden auf der Uhr von der 18-Yard-Linie auf Sharp oder auf Keyshawn Johnson konzentrieren. Einen von den beiden. Wir gehen auf Keyshawn. Der ist in der Endzone. Touchdown Cowboys. Man hat schön gesehen, dass der Strong Safety nach innen gezogen ist. Keyshawn Johnson hat seinen Verteidiger überlaufen. Und so konnte ich nach innen werfen, wo Keyshawn Johnson komplett frei war. Touchdown Cowboys, 21:3. 5 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit. Das war doch schick. So, Kick ist unterwegs. Wieder bis in die Endzone, wenn wir wieder keinen Return sehen. So, 5 Sekunden noch, bin ich mal gespannt. Also entweder sehen wir jetzt gleich schon hier einen Kneel Down oder aber einen Hail Mary Versuch. Ich gehe jetzt mal von der Hail Mary aus, deswegen sitzen wir trotzdem ganz normal. Aber das ist die Victory Formation. Sprich, ein Kneel Down. Der Quarterback geht aufs Knie. Uhr läuft runter. Und die erste Halbzeit endet. Wir haben eine 21:3 Führung. Das lief doch gut. Ich bin mit meiner Offense sehr, sehr zufrieden. 3 schöne Offense-Touchdowns. Das hat alles sehr gut funktioniert. Kick ist unterwegs. Geht bis weit in die Endzone der Cowboys. Da werden wir wohl keinen Return sehen. Dann Sanders geht hier wieder aufs Knie. 1. und 10 an der 25-Yard-Linie. Und die Cowboys liegen mit 18 Punkten hinten. Das heißt, wir haben eine 3-Score-Game. Die Cowboys müssen also dreimal scoren, um hier das Spiel wieder ausgleichen bzw. in Führung zu gehen. Das heißt, sie müssen jetzt in diesem Drive scoren. Im Idealfall natürlich direkt mit einem Touchdown. 2012 ging schon mal schlecht los. 2 Yards gegen die Reise. Gleich mal zurück. Ball ist an der 23-Yard-Linie. Laufspiel Walter Payton nicht zu stoppen. Riesenplay. Da kommt noch ein Verteidiger. Das ist ein Foot Race. Und er wird gerade noch ins Ausgeschoben. Mein Gott, was für ein Run von Walter Payton. Riesenplay. Ja, mein First and Goal an der 10-Yard-Linie mit einem Spielzug. Unglaubliches Play. Wieder über Walter Payton. Der kriegt Mörder einen mit von Ryan Shazier. Die beiden werden sich mit Sicherheit auch nicht gegenseitig auf ihre Hochzeiten einladen. So, wir haben ein Second and Goal. Ball ist immer noch an der 10. Viel Druck und das ist eine Interception. Bevor der Ball auf den Boden kommen kann, wird er von Williams gefangen. Wir haben einen 1. und 10 an der 17-Yard-Linie. So, wir nehmen nochmal den Play-Action-Bubble-J over. Und da Mai Cooper auf der linken Seite wird an der Line of Scrimmage gedeckt. Genauso wie auch Cooper auf der rechten Seite.
Wir schauen mal, wie sich die beiden Safeties verhalten. Oh, der Safety zieht nach innen. Da gehen wir auf Amai Cooper. Langer Ball, der wird aber gut gedeckt. Der Verteidiger ist da und kann den Ball wegtippen. Starkes Play der Secondary der Cowboys. So, jetzt werden wir mal wieder konservativ. Wir laufen erstmal, damit wir auch die Uhr hier ans Laufen kriegen. Zweiter Versuch und 18. Eddie George durch die Mitte. Wämst wieder einmal ein Safety weg. Das macht er ja am liebsten. Wir haben einen dritten Versuch und 1 an der 25-Yard-Linie. Ganz wichtiger erster Versuch, dritter Versuch für die gegnerischen Cowboys. Denn wenn sie mich jetzt stoppen, haben sie vielleicht sogar noch eine Chance. Johnson links, Cooper rechts. Beide auf Slant Routes unterwegs. Keyshawn Johnson ist da, wieder frei. Wieder ein schöner Spin-Move und kommt bis an die 44-Yard-Linie. Neuer First Down für die Cowboys. Jetzt sehen wir die Double Slants, also eine Variante mit zwei Receivern auf der linken Seite, die auf Slant Routes gehen. Cooper und Johnson. Ich werde hier also besonders auf Terrell Owens achten, weil in der Regel shiftet dann die komplette Defense rüber. In der Regel, aber nicht immer. Aber hier ist alles dermaßen frei. Dak Prescott läuft für ein neues First Down an die 33-Yard-Linie. Das war ein echtes Geschenk. Quick Slants. Diesmal wieder jeweils ein Receiver links und rechts, Johnson und Cooper. Blitz kommt von der linken Seite. Ich gehe wieder auf Keyshawn Johnson. Der hat da hinten wirklich ein Mismatch. Der kriegt zwar Mörder einen mit, aber der Ball ist an der 4-Yard-Linie. Jetzt laufen schon die letzten Sekunden hier im dritten Quarter runter. Ich schaue nochmal, schaffe ich den Spielzug noch? Amai Cooper in der Endzone. Ist ein Touchdown für die Cowboys. Mit dem Ende des dritten Quarters kriegen wir doch nochmal wieder Punkte hier aufs Board. Und es steht 28 zu 3. 25 Punkte Vorsprung. Wir gehen jetzt rüber ins Schlussviertel. Also es ist immer noch ein Three-Score-Game. Das vielleicht mal als Positives zu vermerken. Aber nein, das ist gar nicht wahr. Wir haben ja jetzt wir haben ja 25 Punkte Vorsprung. Dann ist es sogar ein Four-Score-Game. Den Begriff gibt es eigentlich gar nicht. Mit drei Touchdowns plus drei Two-Point-Conversions würden sie noch auf maximal 24 Punkte kommen. Also der Drops ist hier gelutscht. Vollständiger Pass. Schöner Open-Field-Tackle von Xavier Woods. Damit läuft hier die Uhr weiter. Ja, also die Offense der Cowboys hatte hier ab und an echt lichte Momente. Das muss man sagen, die wirklich, wirklich auch sehr gut waren. Abgelöst dann durch Spielzüge, wo man denkt, hui, gar nicht gut. Zu viele Sacks, die Michael Vick kassiert hat. Aber das Hauptproblem sehe ich auf der anderen Seite des Balles. Die Defense der Cowboys war nicht in der Lage, meine Offense hier zu stoppen. Und das führte halt zu den ganzen Punkten, die wir halt hier scoren konnten. Erster und 10 an der 38-Yard-Linie. Wir nähern uns schon dem 2-Minute-Warning. Vollständiger Pass von Vic. Noch kein First Down, aber nah dran. Zweiter Versuch und 1. Und das war's. Wir gehen ins Schlussviertel hinein. Mit diesem zweiten Versuch und 1. Der Ball ist an der 47-Yard-Linie. Vollständiger Pass auf Rice und da ist keiner mehr, doch Gott sei Dank. Da ist Rice etwas unschlüssig und kann dadurch doch noch gestoppt werden. Aber neuer 1. und 10 an der 25-Yard-Linie für die Cowboys. No-Huddle-Offense jetzt natürlich. Da wittern sie ihre Chance, doch noch einmal aufs Scoreboard zu kommen. Och nee, ich habe einen Hitstick probiert. Und das passiert halt, wenn man nicht trifft. Dann ist der Receiver rapzap in der Endzone, so wie hier. Ja, die Mutter aller Wide-Receiver, Jerry Rice. Der PET ist gut. Jetzt steht es noch 28 zur 10. Führung, 1:38 vor dem Ende. Ich rechne jetzt noch mit einem Onside-Kick, der kommen wird. Ja, genau so ist es. So, der Onside-Kick ist unterwegs, aber wunderbar gesichert
von Terrell Owens. Erster und 10 an der 42-Yard-Linie damit. Die Cowboys haben noch drei Auszeiten. Die werden sie jetzt auch mit Sicherheit noch nehmen. Und deswegen bleiben wir jetzt komplett beim Lauf. Wichtig ist, inbounds bleiben. So. Oh nein, sie nehmen ihre Auszeiten doch nicht. Das heißt, die Cowboys haben sich irgendwo mit der Niederlage hier abgefunden. So, Lauf durch die Mitte. Ich möchte jetzt auch wirklich nur noch die Uhr weiter runterlaufen lassen. Wir müssen den Cowboys ja auf Teufel komm raus Punkte reindrücken. Da tut mir auch selber weh. Lauf durch die Mitte. Eddie George, schöner Move in der Endzone. Das ist ein Touchdown für die Dallas Cowboys. So viel zum Thema. Wir wollen ihn nicht noch extra Punkte reindrücken. Aber was soll ich denn machen, wenn mich keiner tackelt? So. PT auch gut. 35-10 damit der Spielstand. 1:08 haben wir noch auf der Uhr. Das heißt, wir sehen die Offense der Cowboys von Michael Vick angeführt. Unterstützt von Walter Payton. Gleich noch einmal wieder. Return sehen wir nicht. Kneel down. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Oh, ich muss mir jetzt an den Hitstick. Sollte ich in Solo-Battles nicht unbedingt spielen. Der endet immer fatal. Vor allen Dingen sieht es saudoof aus, wenn man dann irgendwie ins Leere hineinpumpt und der Receiver schon auf dem Weg Richtung Endzone ist. So. Erster und 10 an der 42-Yard-Linie. Ich habe schon wieder probiert. Ich kann nichts dafür. Man hat es hinten gesehen. Zweiter Versuch und 4. Ball ist an der 37-Yard-Linie. Letzten 40 Sekunden laufen bereits hier im Spiel. Michael Vick wieder am Boden. Ryan Shazier kommt durch. Dallas nimmt seine erste Auszeit. Dritter Versuch und 11. Ball ist jetzt an meiner 44-Yard-Linie. 35 Sekunden sind es noch, die zu spielen sind hier in dieser Partie. Langer Ball und der ist abgewehrt. Mein Gott, da sahen beide Verteidiger. Ich habe Ed schon gedacht, die gehen beide auseinander wie ein Hefeklotz. Und der Wide Receiver ist der lachende Dritte in der Konstellation. Guter Kick, der geht nicht in die Endzone, wird gesichert. Wow, an der 2-Yard-Linie kommt unsere Offense aufs Feld. Das ist mal eine Feldposition. Da schlägt man sich auch mit unbedingt drum. Überraschung aller Quicksland. Johnson und Cooper auf einer Slant Route. Sharp und Hurst meine Sicherungsoptionen. Los geht's. Ich bin froh, dass ich diesen Ball gerade noch loswerden konnte, bevor es, man hat es glaube ich gehört, eingeschlagen hat. Selten war diese Bezeichnung sinnvoller wie gerade. Also wir gehen wieder auf einen Slant. Johnson unter Mike Cooper. Linke bzw. rechte Seite. Ja, Standardpass in diesem Spiel. Der Slant auf Keyshawn Johnson. Da ist momentan immer eine Riesenlücke. So, erster und 10 an der 19-Yard-Linie. Wir drücken jetzt noch einmal unserem Running Back Eddie George den Ball in die Hand. Wenn überhaupt. Nein, nicht mehr. Das Spiel ist aus. In diesem Psycho-Game schlagen die Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys, Gott sei Dank meine, die anderen. Mit 35-10. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.